Das Promi-Geflüster heute wieder mit einer brandneuen Ausgabe. Heute geht's mal wieder volkstümlich zur Sache. Und zwar haben die Musikanten, die ich jetzt, ein Vertreter darf ich von dem Trio begrüßen, die feiern dieses Jahr auch wieder Jubiläum. Also dieses Jahr ist irgendwie das Jahr der Jubiläen. Wir haben es ja schon festgestellt gleich zu Beginn. Truckstop hatte 50 Jahre oder feiert 50 Jahre. Ich glaube, Nick P. ist mit 25 Jahren dieses Jahr dabei. Und einige andere Gruppen mehr. Aber wie gesagt, heute geht es um die Ursprungwurm. Und dazu habe ich heute den Andreas bei mir im Gespräch. Halli, hallo, grüße dich. Halli, hallo, grüße euch und grüße dich natürlich. Freut mich natürlich, dass wir wieder mal Kontakt haben und dass wir uns wieder mal unterhalten dürfen. Sehr gerne, so soll es doch sein. Und ich sage ja, dieses Jahr, Jahr der Jubiläen, ihr feiert 30-Jähriges, gell? Sage und schreibe 30 Jahre, also man hält es ja wirklich nicht mehr für möglich. So alt sind wir ja nicht, aber wir haben relativ früh angefangen. Das heißt, man kann ein bisschen rechnen, also wir haben mit 13, 14 Jahren angefangen und feiern heuer tatsächlich 30-jähriges Jubiläum. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und die Volksmusik ist irgendwo natürlich schon noch beliebt, auch wenn sie in den Medien immer mehr und mehr verbannt wird. Das Problem kennen wir jetzt eigentlich von Beginn an sozusagen. Also wir haben das ja wirklich miterlebt, dass sehr, sehr viele, sage ich jetzt einmal, sehr, sehr viele Sendungen gestrichen worden sind und sehr, sehr viele Sendungen, die früher berühmt waren, einfach eigentlich teilweise grundlos aus den Sendern weggestrichen wurden. Die Volksmusik, sage ich jetzt einmal, ist nach wie vor beliebt. Nur halt die Medien scheuen sich ein bisschen, beziehungsweise haben teilweise wahrscheinlich auch ein falsches Bild von der Volksmusik. Das muss man auch dazu sagen. Ganz genau. Aber wie gesagt, wenn man es dann wieder sieht, wie die Veranstaltungen dann doch besucht werden, sei es in den Festzeltern, sei es sonst wo auf Konzertreisen oder sonst wo auch immer, der Zuspruch ist da. Darum verstehe ich es eigentlich bis heute nicht so richtig. Wie gesagt, wir haben eigentlich immer nur erlebt, dass es geheißen hat, die Sendung fällt weg, die Sendung gibt es nicht mehr, die Sendung wurde, wie gesagt, aus dem Programm verbannt. Und dann wurde aber nicht für Ersatz gesorgt, sondern im Gegenteil, wurde halt vielleicht irgendwas, ja, keine Ahnung, eine amerikanische Serie dafür eingesetzt, sage ich jetzt einmal. Richtig. Und wie gesagt, das Publikum ist nach wie vor da. Wir treffen uns sozusagen dann im Festzelt und auf irgendeinem Open Air. Die Leute wollen die Volksmusik und ich glaube, das soll auch weiterhin so bleiben und es wird auch weiterhin so bleiben. Ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen mal schaut auf die Anfänge der Ursprungwurm. Wie ging es denn los? Was waren so eure ersten Gehversuche? Also losgegangen ist wirklich so aus einer Familienmusiklaune heraus mit der treibenden Kraft von meinem Bruder, der sich einfach irgendwann an den Kopf gesetzt hat, er will steirische spielen eigentlich anfänglich und weil so eine steirische Harmonika ziemlich viel Geld kostet, hat der Großvater gesagt, der ja ein begnadeter Musiker war, hat er gesagt, nein, jetzt weißt du was, Geigen ist im Haus, jetzt probier mal mit der Geigen und wenn das was wird, dann können wir darüber nachdenken, ob wir steirische kaufen. Wie gesagt, kostet sehr viel Geld. Und der Martin hat dann mit der Geigen angefangen und relativ schnell ist eigentlich da rausgekommen, dass er ziemlich talentiert ist und natürlich auch den Willen für das Ganze hat. Und der Martin ist dann bei der Geige hängen geblieben, weil er Geige allein sich mehr oder weniger ziemlich, ja, grausig anhört. Das heißt, um alle Beteiligten ein bisschen zu entlasten, also ohrentechnisch zu entlasten, hat man dann gesagt, ob nicht der Andreas da mit der Steirischen da mal probiert. Und witzigerweise war dann die Steirische für mich, beziehungsweise auch das Geld dafür, dann relativ ja, schnell da, aber wahrscheinlich nur um die Geigen wahrscheinlich ein bisschen in den Hintergrund zu drängen, sagen wir mal so. Okay, das war dann ihr zwei, also dein Bruder und du? Genau, also wir haben zu zweit gestartet, wirklich bei ganz, ganz kleinen Feierlichkeiten, Geburtstage, erste Firmenfeiern halt und dann haben wir die erste Silvesterfeier gespielt, das heißt nach circa 6-7 Monate, wo wir uns halt versucht haben in ersten Auftritten, haben wir dann eine Silvesterfeier gespielt im
Gasthaus unseres Onkels und da war dann auch der Cousin, der Manfred, Okay. anwesend und der ist dann an diesem Abend zu uns gestoßen und von da weg waren wir dann als Trio unterwegs. Als Trio. Das war dann sozusagen der vollendste Ursprung dann. Genau, das war dann sozusagen der Start zu dritt und es gibt uns immer noch zu dritt, aber allerdings der Cousin ist mittlerweile sozusagen in Pension gegangen, er war ja um einiges älter und ein anderer Cousin hat jetzt seit fast 4 Jahren jetzt eigentlich abgewechselt und jetzt sind wir Corona-bedingt natürlich nicht so viel unterwegs gewesen, aber jetzt sind wir nach wie vor zu dritt unterwegs mit anderem Cousin. Mit einem anderen Cousin, genau. Ja, und dann wird dieses Jahr ordentlich gefeiert. Was steht denn alles so auf dem Plan, auf dem Programm? Wann ist das Highlight? Also, wir haben ja ziemlich stürmische Zeiten hinter uns, nicht nur wir, sondern eigentlich die ganze Welt, sage ich jetzt einmal. Und speziell wir Ursprungbuben haben uns ein bisschen zurückgezogen, weil wir gesagt haben, wir möchten gern warten, bis der ganze Zauber, Zirkus, wie auch immer man das nennt, was die letzten 3 Jahre passiert ist, vorbei ist und so haben wir das letzte Jahr wirklich komplett pausiert mit dem großen Ziel jetzt, das heißt, wir haben gesagt, wir fangen zum 30-jährigen Jubiläum in Meierhofen wieder komplett mit Konzerten und Tournee und so weiter an. Wir gehen es ein bisschen ruhiger um wie früher, nach 30 Jahren, glaube ich, hat man vielleicht auch nicht mehr so viel Kraft in die Knochen, wie auch immer. Wir werden schauen, wie sich das entwickelt, aber 14. bis 16. Juli ist sozusagen der große Start der Ursprungbuben in Meierhofen zum 30-Jahr-Jubiläum. Da feiern wir ein großes Fest mit vielen, vielen anderen Gruppen. Speziell sehr, sehr regional, muss ich dazu sagen. Wir haben darauf geschaut, dass wir sehr, sehr viele Zillertaler Gruppen ins Programm unterbringen. Aber natürlich auch einiges aus nah und fern. Schaut euch das einmal um, natürlich auf unserer Homepage beziehungsweise im Internet alles auffindbar, Meierhofen, Ursprungbuben und Fest googeln, dann weiß man schon Bescheid. Wobei, ich bin jetzt gerade drauf auf eurer Homepage, ursprungbuben.at. Ja. Ich hoff, ich liege da jetzt richtig, da zeigt es noch den Termin für 2020 an. Okay, dann haben wir es da nur vergessen zu aktualisieren. Es ist wirklich in Zeiten wie diesen so, dass die Social Media weit stärker und weit größer sind. Also Facebook, bitte Ursprungbuben Facebook und dann wird man auf alle Fälle fündig und natürlich bei Google und guter Hinweis, dass wir das aktualisieren. Wie gesagt, Homepage ist ja in den letzten Jahren ziemlich in den Hintergrund gerückt, das Ganze. Verstehe ich, völlig klar. Nee, Social Media, da geht natürlich einiges mehr, da hast du recht und da muss man natürlich schon präsent sein. Aber ich glaube, 4 Tage hier groß am Feiern, das wird bestimmt was Großes. Und, auf alle Fälle. Wir fangen demnächst, glaube ich, wieder zum Promo, weil das braucht es natürlich auch. Also wir haben wirklich einiges vor uns, ziemliche Umstellung auch von LKW und so weiter, Anlagen, Technik und so fort. Also es ist einiges zu erledigen und einiges zu tun. Also es werden wieder hektischere Zeiten und arbeitsame Zeiten, aber wir freuen uns richtig drauf und jetzt haben wir unsere Akkus ordentlich aufladen können und geben umso mehr Gas. Genau, das heißt also, nach dem großen Fest, da werden auch wieder weitere Konzerte oder Gastspiele entsprechend folgen. Genau, also wie gesagt, Startpunkt Fest und dann ergibt sich, also wir haben gesagt, wir lassen das heurige Jahr noch ein bisschen langsam angehen, zum Schauen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Also wir haben einige große Festzelte natürlich und einige große Veranstaltungen, die wir auch noch von früher her zum Spielen haben. Und für nächstes Jahr planen wir dann wirklich wieder voll durch, das heißt vielleicht eben Frühlingstournee und so weiter, wie wir es die letzten Jahre eigentlich immer gehalten haben. Das heißt von mir aus Frühling 20 Termine, Herbst 20 Termine und. Ja, sehr gut. Dann gibt es aber bestimmt auch einen aktuellen Tonträger dann zum Jubiläum. Genau, also für nächstes Jahr planen wir dann wieder mit CD und allem, was dazugehört, Singles und so weiter und so fort. Für den Augenblick haben wir noch die aktuelle CD, weil wir gesagt haben, wir möchten die wirklich vorher mal dem Publikum präsentieren. Und das Problem war wirklich, wir haben dazu mal ein niegelnagelneues Album auf den Markt gebracht, Walpurgisnacht nennt sich das.
Und wir haben leider nicht die Möglichkeit gehabt, das unserem Publikum zu präsentieren. Das heißt, die wäre am Freitag, den 13. erschienen. Deswegen kann ich mir das gut merken. Freitag, der 13. Und am 15. war dann Lockdown in Österreich. Und so hat sich das Ganze jetzt eigentlich in ein bisschen, ja, wie soll ich denn sagen, ein bisschen der Wahnsinn der letzten 3 Jahre, sage ich einmal, hat unser Album aufgehalten. Deswegen möchten wir es jetzt neu präsentieren. Alles klar, sehr gut, sehr gut. Ja, wunderbar. Da wünschen wir dann natürlich viel, viel Erfolg und dass das alles Danke, wieder danke. so ins Rollen kommt, wie ihr es euch wünscht und dass wir uns dann vielleicht auch zum Fest hoffentlich sehen. Also ich plane es mal ein. Wenn du Zeit hast, natürlich sehr, sehr gerne, bist du natürlich eingeladen von uns. Wie gesagt, auch für alle an den Bildschirmen zu Hause noch einmal 14. bis 16. Juli, Meierhofen am Waldfestplatz. Das ist also Zwischending jetzt zwischen Zeltfest, was wir früher immer gehabt haben, und Open Air. Also das heißt, das ist ein sehr, sehr großer überdachter Bereich, der aber im Falle von Schönwetter nicht überdacht wird. Also wir haben eigentlich für alles vorgesorgt. Der Waldfestplatz wird auch noch zusätzlich jetzt umbaut. Das heißt, wir haben da ziemlich viel Neues mit den Gastwirten aus Meierhofen, die für die Kulinarik sorgen. Also da ist schon was geboten. Und ich Ja. glaube, eine Reise wert auf alle Fälle. Auf alle Fälle rechtzeitig dann auch an die Zimmerübernachtung denken. Aber ich denke Genau. mal, da findet sich in Meierhofen eh genügend. In Meierhofen haben wir natürlich eine große Bettenanzahl, aber natürlich auch viele Besucher. Also, wie heißt es so schön, der frühe Vogel fängt den Wurm. Also, Genau. das heißt, gleich einmal buchen und gleich die Karten besorgen. So ist es, ganz genau. Ja, na, freuen wir uns da auf ein tolles Fest und wir feiern dann gemeinsam 30 Jahre Ursprungwurm. Ganz genau. Wunderbar. Super, ich Ja, freue mich auch. dann haben wir doch jetzt mal schon ein bisschen die Fans und Zuschauer heiß gemacht. Ich denke mal, wer jetzt, wie gesagt, wirklich noch mehr wissen möchte, dann einfach mal auf die Social Medias vorbeischauen. Und da steht alles drinne. Genau. So ist es, also Länge mal Breite mal Höhe, alles dabei, natürlich auch das Programm von vorn bis hinten. Das heißt, ich brauche es jetzt nicht aufzählen, weil das kann man sich ja sowieso nicht merken. So Also ist es. schaut einfach vorbei. Sehr, sehr viele Gruppen insgesamt, glaube ich, haben wir 15 bis 20 Gruppen mit dabei und dann feiern wir gemeinsam 30 Jahre Ursprungsburg. Also, eine Reise ins Zillertal lohnt sich allemal. Dann würde ich sagen, da haben wir schon mal für den ersten Teil sozusagen mal gemacht und ich denke mal, die Fortsetzung spätestens dann bei euch wieder. Auf Grüß alle Fälle. deine Kollegen nochmal schön, dein Bruder, dein Cousin. Das mache ich auf alle Fälle, ja. Ja, und Und dann wir kann ich sehen uns jetzt. spätestens im Zillertal, heißt es. Genau, na, genau, so ist es, genau. Und da kann ich jetzt euch bloß, wie gesagt, bis dahin mal alles Gute wünschen. Vielen, vielen Dank. Wünsche ich natürlich auch vor allem Gesundheit und viel Erfolg auch mit deiner Sendung und mit deiner Aktivität. Dankeschön und viele Grüße an die Zuseher zu Hause. Jawohl, prima. Ich danke und wie gesagt, danke fürs Zuschauen.